Diese Episode wird eine kleine Laberfolge. Also stell dir vor, ich hatte mir einen Kaffee gemacht. Habe ich nicht, ich war es relativ warm draußen. Aber ich sitze hier also und erzähle ein bisschen was aus dem Nähkästchen, was gerade bei mir persönlich so abgeht, was in meinem Leben gerade so Sache ist. Weil ich habe ein erstes Mal gehabt, ein erstes Mal in meinem Pferdebusiness und darüber würde ich dir gerne berichten. Diese Folge ist also nicht so richtig mit Pferdecontent und irgendwie Infos, was mache ich wenn und wann und so weiter, sondern hier wird es ein bisschen persönlicher. Ich mache das jetzt zwischendurch auch mal ganz gerne, dass ich ein bisschen was von mir erzähle. Falls dich das jetzt gar nicht interessiert, hast du leider Pech gehabt und musst dir die Folge trotzdem anhören. Nein, Quatsch, kannst du natürlich gerne ausschalten und dir einfach die nächste reinziehen, sofern ich es denn schaffe, nächste Woche noch eine zu veröffentlichen. Aber ich bin guter Dinge, weil eigentlich hätte ich Urlaub nächste Woche. Mal gucken, wie das so klappt. Herzlich willkommen bei Freizeitpferde gesund und munter, der Podcast für interessierte Freizeitreiter. Mein Name ist Antje von der Pferdereha Friesland und ich bin Pferdetherapeutin mit Herz und Hirn und ich möchte dir helfen, dass dein Freizeitpferd gesund und munter bleibt oder wird. Dann starten wir mal. Ich habe schon gesagt, ich hatte ein erstes Mal. Ich hatte ein erstes Mal in meinem Pferdebusiness. Vor ein paar Tagen war es nämlich soweit. Mein Steuerbüro hat mich darüber informiert, wie viel Umsatzsteuer ich ans Finanzamt überweisen soll. Und es war mein erstes Mal, dass ich Umsatzsteuer überweisen musste. Das heißt, ich bin definitiv raus aus der Kleinunternehmerschaft und dementsprechend weiterhin auf dem Weg, die Weltherrschaft an mich zu reißen, was aufgrund der aktuellen Situation vielleicht auch gar nicht wirklich so schlecht wäre, weil ich glaube, die Welt könnte derzeit ein bisschen was von meiner Liebe, meinem Verständnis und meiner Kompromissbereitschaft gut gebrauchen. Aber gut, im Ernst. Wenn ich von meinem Traumjob, also eigentlich von meiner Lebensaufgabe, auch leben will in finanzieller Hinsicht, dann muss da logischerweise auch was bei rumkommen. Denn auch wenn sich meine Arbeit für mich nicht so richtig wie Arbeit anfühlt, heißt das ja nicht, dass ich auf die Vorzüge, die Arbeit normalerweise so mit sich bringt, gerne verzichten möchte und kann. Nämlich, dass ich Miete bezahlen kann, Essen bezahlen kann, Versicherung bezahlen kann. Ja, so die Rechnungen, die halt so ins Haus flattern, ne? Bleibt ja nun mal leider nicht aus. Und es ist tatsächlich so, also der Schritt in die Selbstständigkeit, das war ja für mich eigentlich kein Schritt, sondern mehr ein Arschtritt. Das hat sich ja so ergeben. Und das ist für mich auch wirklich eine große Sache, weil ich liebe oder liebte, muss ich jetzt wohl sagen, wirklich die Sicherheit eines regelmäßigen Gehalts und die Sicherheit, alle meine Rechnungen zahlen zu können. Und es ist natürlich so, dass wenn du dann selbst und ständig bist, also dass du ja sozusagen auf eigenen Füßen stehst und ja, wenn du halt mal Mist baust, dann hat das halt direkte Konsequenzen auch, ne? Also sonst hast du vielleicht Rüffel vom Chef gekriegt. Und jetzt ist es aber halt so, wenn irgendwas richtig blöd ist und ich verpenne irgendwas oder vertorf irgendwas, das hätte ja dann für meine Kunden negativen Beigeschmack. Und das ist ja viel, viel schlimmer, als wenn mein Chef irgendwas blöd finden würde, ne? Also der hätte mich dann vielleicht auf den Pott gesetzt, gesagt, hier, mach das mal anders. Aber so ist es ja so, dass ich eben dann ja, meine Kunden irgendwie enttäusche oder je nachdem, was auch immer einem passieren kann. Was sind der Klassiker? Termin vergessen. Also, das ist mir auch echt schon passiert, dass ich irgendwie zu Hause sitze, klingelt das Telefon so, ja, kommst du noch? Und ich so, oh, hatten wir einen Termin? Da, ne, habe ich das einfach verpennt oder, ne? Also, das kann ja in den besten Familien mal vorkommen, aber trotzdem ist es natürlich nicht schön und sollte möglichst vermieden werden. Und ja, wenn ich bin jetzt halt selber verantwortlich, ne? Also ich kann das auch gerne abwälzen. Wenn ich Kacke baue, dann ist das halt Kacke. Ist eben so. Ja, und vor allen Dingen, was jetzt da auch noch so ein bisschen mitschwingt, das ist ja das eine, dass man halt wirklich selbst und eigenverantwortlich ist. Das hat ja gute und schlechte Seiten, wobei schlechte Seiten, schlecht ist natürlich relativ. Also ich bin ja eh so ein kleines Streberli, ich gebe mir immer total Mühe, dass alles super läuft und dass mir eben solche Fauxpas wie Termine vergessen nicht passieren. Aber ich bin ja nun auch nur ein Mensch und klar passieren da auch mal Fehler. Ne? Das ist einfach so. Oder vergessen, die E-Mail zu verschicken oder weiß der Geier. Also wer weiß, wie kreativ ich da noch werde, was ich noch alles verbocken kann. Mal sehen. Ja, ihr dürft gespannt sein.
Aber es ist ja auch so, dass ich mich jetzt das erste Mal damit auseinandersetzen musste und muss, dass ich auch wirtschaftlich arbeite. Also, dass am Ende genug Geld über ist, um eben besagte Rechnungen zu bezahlen. Und diejenigen von euch, die mir schon länger zuhören, die wissen ja, dass ich zuvor jetzt über 10 Jahre als nebenberufliche Pferdetherapeutin tätig war und quasi nebenbei noch einen Vollzeitjob hatte. Und im Grunde habe ich eigentlich die letzten 10 Jahre jeden Euro, den ich mit dem Pferdekram verdient habe, auch direkt wieder reinvestiert in Weiterbildung, Ausbildung, in Lasergerät und so weiter und so fort. Und ich kann dir versprechen, von der Summe hätte man sich im Jahr 2018 locker noch eine Wohnung kaufen können oder einen Neuwagen oder so. Ja, dementsprechend viele Zertifikate und Erfahrungen und Wissen und so weiter habe ich auch sammeln können. Und ich kann definitiv nur jedem Therapeuten raten, in sich zu investieren, weil es ist ja so, wenn du in dich und dein Wissen investierst, das nimmt dir ja keiner weg. Ne? Also ein Auto kannst du versehentlich kaputt fahren, eine Wohnung kann abfackeln, oder ist gar kein gutes Beispiel. Was weiß ich, das Sparbuch kann der Inflation zum Opfer fallen oder weiß der Geier, aber das, was du in deinem Gehirn hast, das nimmt dir halt so schnell keiner mehr weg, weil das ja auch nichts Materielles ist. Ja, und das ist halt so, weil wenn ich mir dafür ein Auto gekauft hätte, für die ganze Kohle, dann wüsste ich jetzt nicht so viel, wie ich jetzt weiß. Und das bleibt mir auf jeden Fall erhalten, auch wenn ein Auto irgendwann einen Geist aufgibt. Wo wir gerade beim Thema sind, ich hoffe natürlich, dass mein Auto nicht den Geist aufgibt, weil dieses Auto hat 400.000 Kilometer gelaufen und der muss noch durchhalten. Ich habe noch kein Budget für Neues, also für Neues Gebrauchtes. Also, mein Auto ist ein Sonderfall. Das geht natürlich niemals kaputt und fährt für immer, ne? Nur, dass wir das mal klargestellt haben. Und ja, worauf wollte ich hinaus? Es ist jetzt ja wirklich so, also manchmal blicke ich so auf mein Leben und denke mir, Alter, das ist krass. So, ich lebe wirklich meine Passion. Ich habe meine Passion zum Beruf gemacht und ich lebe jetzt davon. Das ist irgendwie so surreal, ne? Ich habe ja immer gesagt, oh Gott, nee, das will ich nicht und hauptberuflich und so und ach, da musst du erst mal ganz viel arbeiten, bevor dass du überhaupt Krankenkasse zahlst und so. Ja, ist auch so, komme ich gleich noch zu. Aber trotzdem, also mein Leben hat so dermaßen an Lebensqualität gewonnen und das war vorher auch echt schon richtig nice. Also meinen Job, den habe ich auch sehr geliebt, aber ja, es ist jetzt einfach noch mal eine andere Nummer, weil du da wirklich mit dem Herzen dabei bist, ne? Und bei allem, was ich tue, bei allem, bei jeder Kleinigkeit. Es gibt nichts, was mich nervt. Also ja, deswegen, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwie noch arbeite. Aber trotzdem muss ja für die Zeit, die ich investiere, um eben Pferden und ihren Besitzern zu helfen, natürlich auch eine finanzielle Entlohnung stattfinden, weil sonst bin ich bald obdachlos und das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Weil wenn ich pleite bin, kann ich halt auch keinen Pferden mehr helfen, sondern muss ich halt wieder einem 9-to-5-Job nachgehen. Und ich arbeite gerne mehr, ich verdiene auch gerne weniger, das ist überhaupt nicht das Thema. Das ist wirklich, da habe ich überhaupt keinen Stress mit. Aber so die Grundsicherung, die muss ich halt schon einspielen, ne? Weil sonst kann ich es auch lassen. Da muss man sich auch nicht irgendwie die rosa Wattebäuschen daherreden. Das ist halt einfach wichtig, dass das passt. Und da bin ich an dem Punkt auch schon wieder angekommen. Dass ich wirklich froh bin, dass ich unter anderem die Mastermind und den Online-Kurs von Business mit Pferd gemacht habe. Das ist keine bezahlte Werbung, Gina, liebe Grüße, sondern das kommt wirklich von Herzen, weil ich absolut überzeugt davon bin, was sie tut. Und ich bin überzeugt davon, dass ich ohne sie und ihren Input wirklich eine Bauchlandung hinlegen würde. Weil ich durch sie zum Beispiel gelernt habe, wie ich Preise kalkuliere. Und ich habe dann erstmal, ich habe so eine Tabelle gekriegt, wo man kalkulieren muss und brauchte danach dann erstmal einen Schnaps, als ich gesehen habe, okay, das muss ich also theoretisch umsetzen, um meine Kosten zu decken. Puh, das ist aber eine Hausnummer. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was mein Ziel ist. Und ich weiß, wo ich hin muss. Und ich weiß aufgrund dessen, wie meine Preise gestrickt sein
sollten, damit ich überhaupt eine Chance habe, anhand der Stunden, die der Tag zur Verfügung hat, dahin zu kommen. Und man darf ja auch nicht vergessen, man macht ja den ganzen Kram, auch weil man Lebensqualität gewinnen möchte. Und so geht mir das natürlich auch. Also ich möchte das ja nicht machen, um weniger Lebensqualität zu haben, sondern ich möchte das tun, was ich liebe und zeitgleich aber auch noch Zeit haben für meine Familie, für meinen Mann, für meine eigenen Pferde und möchte nicht, dass das hinten runterfällt. Also das sind alles so Dinge, die man bedenken sollte, wenn man seine Zeit für Geld investiert. Das ist eben nicht mal eben so. Und ja, ich bin jetzt auch von dem Umsatzziel, was ich erreichen muss, immer noch weit entfernt. Das ist auch okay. Ich meine, wer reißt schon die Weltherrschaft über Nacht an sich? Keiner. Ich schon mal gar nicht. Und ja, also langer Rede, kurzer Sinn. Ich weiß ja auch, dass mir einige Kolleginnen zuhören. Ich kann euch wirklich nur Business mit Pferd empfehlen. Die hat echt Ahnung, die Frau. Und die hat mich ganz gut eingenordet, weil ohne sie hätte ich wirklich keine Ahnung gehabt, worauf ich mich da einlasse. Ich hatte keine Ahnung, dass 19% von meinem ganzen eingenommenen Geld irgendwann gar nicht mehr mir gehören werden. Ne? Also wenn du aus der Kleinunternehmerschaft raus bist und umsatzsteuerpflichtig wirst, ab einem gewissen Umsatzziel oder ab einer gewissen Umsatzhöhe, so wie es jetzt bei mir mehr oder weniger der Fall ist. Wobei ich muss sagen, ich habe das quasi freiwillig gemacht, weil ich ja weiß oder weil ich ja dieses Ziel in diesem Jahr knacken will. Und ich wollte nicht, dass es dann so überraschend kommt, so, ach übrigens, Sie müssen noch Umsatzsteuer zahlen für das Jahr. Sondern ich dachte, nein, ich mache das gleich von Anfang an, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das klappt und dass es was wird und dass ich dieses Ziel auch erreichen werde. Und ja, also dann ist es tatsächlich so, 19% von all dem Geld, was du einnimmst, ist schon mal gar nicht deins. Das kannst du schon mal gleich wegpacken. Es gehört dem Finanzamt, nicht dir. So. Und dann ist das ja noch 80%, was da überbleibt. Davon kannst du aber noch mal die Hälfte wegpacken. Das kriegt auch das Finanzamt. Ein bisschen später, aber kriegen die auch. Ne? Und dann bleibt dir ja auch noch was über. Da musst du deine Kosten auch noch abziehen. Und dann gibt es ja auch diese, ach hier, wie heißt das noch mal? Sozialabgaben. Fällt ja auch nicht raus, ne? Also auch das musst du natürlich zahlen. Und da ich ja jetzt mein eigener Arbeitgeber bin, kann ich ja mit mir nicht 50-50 machen. Also zahle ich halt 100%. Und allein, was ich an Krankenkassenbeitrag habe, also ich habe das ausgerechnet am Anfang, ne, was der zu erwartende Krankenkassenbeitrag ist, mit dem, was ich umsetzen muss, um über die Runden zu kommen. Alter Falter, das hat mich ganz schön aus den Socken gehauen. Da habe ich gedacht, ja. Das ist sportlich, ne? Also das hatte ich vorher im Monat nicht, was ich nur an Krankenkassen zahle. Schon, das ist wirklich, ja, das ist eine Nummer und das muss natürlich mit berechnet werden. Wenn man anstrebt, als Pferdedienstleister irgendwann Vollzeit in diesem Bereich tätig zu sein und damit eventuell auch noch eine Familie oder zumindest mal sich selbst und zwei, drei Pferde zu ernähren oder auch nur ein Pferd, ist ja egal. Dann muss man das auf dem Schirm haben, ne? Und ich kann dir, solltest du Pferdedienstleister sein, wirklich nur ans Herz legen, kalkulier deine Preise auf keinen Fall so wie ich am Anfang. Dann landest du auf jeden Fall auf dem allerwertesten. Gott sei Dank hat Gina mir da ganz gut die Leviten gelesen und mich einmal so angeguckt, habe ich ihr gesagt, was das so alles kostet. Und dann guckt sie mich so an und sagt, und das lohnt sich? Nein. Ja, aber ne, das ist halt Lehrgeld, was man dann dementsprechend zahlen muss, wenn man davon leben will. Ja, und so ist das halt, ne? Also es nützt ja auch nichts, wenn ich mich nicht finanzieren kann und dann gar kein Pferd mehr helfen kann. Also ist ja auch nicht so ganz Sinn der Sache. Ja, also so ist der Stand der Dinge. Ich hatte mein erstes Mal mit Umsatzsteuer in meinem Pferdebusiness-Leben. Und ich hoffe, dass ich in Zukunft noch sehr, sehr viel mehr Umsatzsteuer zahlen darf. Nicht, weil ich das so geil finde, das Finanzamt zu bezahlen, sondern weil das natürlich auch heißt, wenn ich viel Umsatzsteuer zahle, dass ich auch viel umgesetzt habe. Und das wiederum würde mich meinem Ziel näher bringen, wirklich entspannt von dem Pferdebusiness leben zu können und weiter in mich und meine Bildung investieren zu können. Das ist für mich nämlich echt eine richtig wichtige Nummer. Ich kann, glaube ich, nicht einfach auf der Stelle stehen bleiben und aufhören, mich weiterzubilden in den verschiedensten Bereichen. Jetzt geht es halt, also vorher habe ich ja die letzten 10 Jahre immer nur Pferd, 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 ne? Alles Pferde, zack, 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 rein in den Kopf, so doll es geht,
schon alles ganz komprimiert und gequetscht da drin in meinem Hirn. Und jetzt geht es halt mehr so ein bisschen in Richtung Businessaufbau, solche Sachen, dass man da noch ein paar Skills bekommt, ja, um da einfach noch besser und versierter zu werden. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob dich das total interessiert, was bei mir so abgeht, aber ich wollte dich, sofern du Interesse hast, da doch so ein bisschen mitnehmen auf die Reise, die ich da mache, weil vielleicht ist das ja auch so, dass irgendwo in deinem Hinterstübchen ein Traum schlummert, mit Pferden zu arbeiten oder, na egal, kann ja auch was anderes sein, oder von deiner Malerei zu leben oder, keine Ahnung. Okay, die Sache mit den Pferden ist ziemlich wahrscheinlich, wenn du meinen Podcast hörst, also bleiben wir mal dabei. Vielleicht hast du ja irgendwie den Traum, ach naja, Hufpflegerin zu werden oder Physiotherapeutin zu werden oder Bewegungsosteopath zu werden, ja, dann kann ich dir nur sagen, go for it. Das ist natürlich keine einfache Nummer und auch nicht mal eben so entschieden. Man muss sich das schon gut überlegen, glaube ich. Aber wenn man sich Hilfe holt, und das möchte ich an der Stelle dir auch wirklich nochmal ans Herz legen, wenn man sich Hilfe holt, in Form zum Beispiel von einem Business Coaching oder einer Mastermind, so wie ich das bei Gina gemacht habe, dann hat das Ganze auch Hand und Fuß und dann hast du wirklich eine reelle Chance, sehr gut damit klarzukommen. Auch wenn du vorher, so wie ich, vielleicht dir dein Leben schon ganz gemütlich eingerichtet hattest mit dem, was du vorher so geleistet und verdient hast, je nachdem, was du gearbeitet hast. War ja bei mir auch so. Ich hatte ja einen Vollzeitjob, der wirklich schön war. Ich hätte den auch freiwillig, glaube ich, gar nicht so leicht aufgegeben. Aber dennoch bin ich froh, dass das Schicksal mir diesen Arschtritt verpasst hat. Weil ich, glaube ich, sonst mich erstmal im letzten Jahr nicht so krass weiterentwickelt hätte. Also auch persönlich, das, was ich jetzt noch dazugelernt habe im letzten Jahr, ist Wahnsinn, was mein Mindset angeht und was diese ganze, ja, einfach die ganze Entwicklung. Und jetzt meine ich ausnahmsweise mal nicht den Pferdebereich, sondern das auf eigenen Füßen stehen, selbstständig werden und so weiter und so fort. Das hat schon einen gewissen Reiz. Das darf man natürlich nicht überstürzen, muss man sich gut überlegen. Und wenn man sich Hilfe holt, dann auch noch von so kompetenter Art und Weise, dann gerne, ne? Also wie gesagt, komplett unbezahlt die Werbung. Ich erzähle euch das nur, falls du jemand bist, den das vielleicht auch interessieren könnte. Ich kann sie wirklich nur empfehlen. Also Business mit Pferd, musst du mal googeln, ne? Also die ist echt, die ist nicht ohne. Finde ich ganz gut. Ja, so ist das halt. So hat sich das ergeben bei mir. So ist das letzte halbe Jahr gelaufen. Und ich werde zwischendurch immer mal so eine Laber-Episode machen, wo ich zwischendurch Kaffee trinke. Habe ich jetzt gar nicht gemacht. Ich habe gar keinen Kaffee getrunken. Aber ich habe auch nur Wasser. wo ich zwischendurch mal erzähle, was bei mir so losgeht. Und nächste Woche versprochen gibt es dann wieder was zum Pferdekram. Vielleicht mal wieder was zu equinem Asthma. Das hatten wir so lange nicht. Ich glaube, die letzten beiden Folgen gingen über equines Asthma, ne? Na, mal gucken. Ich habe noch einige Sachen im Petto. Ich habe noch zwei Interviews in Planung. Und ja, sehen wir mal, was dabei rumkommt. Ach so, und da fällt mir noch was ein. Falls du Interviewpartner von mir sein möchtest, weil du eine selbstständige Pferdefrau oder ein selbstständiger Pferdemann bist und ein bisschen was aus deiner Branche erzählen möchtest und meinen Hörern Tipps geben möchtest, dann schreib mich gern einfach an, weil vielleicht passt das ja und wir machen ein Interview und du erzählst ein bisschen was von deinem Kompetenzbereich. Jeder hat ja ganz unterschiedliche Kompetenzbereiche und je mehr man zusammenarbeitet, desto besser ist das ja für die Pferde. Ne? So, jetzt mache ich aber wirklich Feierabend. Ich muss auch gleich los, die Lütte aus der Kita abholen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es dann auch wirklich wieder um Pferde geht und nicht um meine bescheidene Person. Bis dann, tschüss!